Hallo liebe Leser und herzlich willkommen zu unserem Testvideo, zu unserem Multiplayer-Testvideo zu Company of Heroes. Und Multi ist in dem Fall genau das richtige Wort, denn ich bin heute nicht alleine hier in der Sprecherkabine, sondern neben mir sitzt mein Kollege... David Bergmann, hallo Sascha, hallo liebe Leser. Hallo David. König reports for Sniper Duty. Und nachdem wir hier gerade schon gesehen haben, für mich eins der hervorstechendsten Merkmale von Company of Heroes, zumindest auf den ersten Blick, nämlich wie schön das alles aussieht, wenn man nah reinzoomt. Hier sieht man es auch nochmal bei dem Scharfschützen, da sieht man sogar das Zielfernrohr oben auf seinem Gewehr und eben bei den Pionieren, da konnte man ja auch alles genau erkennen, die ganzen Details an der Uniform. Das ist schon sehr beeindruckend, aber natürlich spielt man das Spiel in der Ansicht eher nicht, sondern eher in der Ansicht, die wir gerade hier sehen. Und das hier ist auch schon unser erstes Multiplayer-Match, was David und ich im LAN gegeneinander gespielt haben. Vielleicht ein bisschen was zuerst zum Prozedere, wie funktioniert ein Multiplayer-Match überhaupt, ist eigentlich ganz einfach. Die Karte ist in Sektoren unterteilt und jeder Sektor hat einen Punkt, den man einnehmen kann. Dann gehört der Sektor einem selber, seinem eigenen Team. Und zusätzlich gibt es diese drei Siegpunkte, die sehen wir jetzt oben links in der Ecke auch gerade, einen mit dem Stern gekennzeichnet. Und wenn wir die alle drei einnehmen, dann zählt der Timer vom Gegner oben am Bildschirmrand zu sehen, die blaue und die rote Zahl, herunter von 500. Und wenn sie bei 0 angekommen ist, die Zahl des Gegners, dann hat der Gegner verloren. Ja, und wenn wir das Gelände eingenommen haben, dann, das gucken wir uns jetzt gleich hier auch mal an, dann sichern wir das Gelände natürlich auch. Unsere Pioniere sind so die Standardeinheiten, die können halt alles basteln und bauen und reparieren. Und hier bauen wir jetzt gerade einen Bunker, da haben wir das Schussfeld nach oben festgelegt, natürlich in Richtung von dem Siegpunkt, denn falls der David jetzt von oben gleich darunter kommt, dann kann der Bunker, den wir mit dem MG aufrüsten können, auch seine Fußsoldaten gleich in die Zange nehmen. Allerdings, David, wir haben hier für das Match ja ein bisschen anders sind wir vorgegangen als üblich normalerweise im Spiel. Wir haben ja erst unsere Armeen so richtig schön aufgebaut. Wir waren etwas freundlich zueinander, ja. Wir haben uns ein bisschen Zeit gegeben. Denn das werden Sie auch gleich sehen, wenn wir jetzt hier aufeinander prallen. Das passiert jetzt gleich im nächsten, jetzt gleich in dem Clip hier passiert's. Dann werden Sie gleich sehen, der David kommt da von oben, vom oberen Bildrand, da kommen seine Panzer gerade an. Er ist der Amerikaner, ich bin die Deutschen. Mit ganz schön vielen Panzern an und normalerweise, David, haben wir eigentlich nicht so viele Panzer auf einmal auf einem Haufen in einem typischen Multiplayer-Match, oder? Nee, vor allem würde sich das nicht auf so einen Punkt konzentrieren. Normalerweise gibt es immer viele kleine Gefechte überall auf der Karte. Genau. Und was wir halt gemerkt haben, was ich gemerkt habe, wir haben noch eine andere Karte gespielt und die war noch ein bisschen größer als die hier. Und da gibt es halt dann immer so ein, zwei, drei neuralgische Punkte auf der Karte. Vor allem die Siegpunkte halt. Da konzentriert sich das gerne, ja. Genau. Und was mich halt wirklich fasziniert hat an den Multiplayer-Gefechten, ich bin eigentlich kein so ein Riesenfan von RTS, von den klassischen Echtzeitstrategiespielen, denn das ist mir alles immer ein bisschen zu hektisch und zu untaktisch. Hier ist es ja so, wir müssen tatsächlich ständig in Bewegung bleiben, um überhaupt was zu bekommen, um Ressourcen zu kommen, ne? Genau, um auch die Siegpunkte einzunehmen. Da fällt aber auch auf, dass Relic die Erfahrung genutzt hat, die sich schon mit Warhammer Dawn of War gesammelt haben. Das stammt ja von den gleichen Entwicklern und ist sehr ähnlich. Da muss man auch so Siegpunkte einnehmen. Das ganze System haben sie aber noch ein bisschen verfeinert und sogar ein bisschen komplizierter und noch herausfordernder gemacht. Also das macht schon richtig Laune. Genau, und Laune machte mir auch dieses Sonderwaffensystem, was das Spiel hat. Wir sehen, da unten blinkt so eine Zahl in dem grünen Kreis. Und wenn wir da draufklicken, dann kommt ein Menü und da können wir uns dann Sonderfähigkeiten aussuchen. Und das ist bei den Deutschen, sind das Sachen wie Blitzkrieg. Das heißt, wir können besonders schnell Territorium einnehmen. Oder es gibt die Terrordoktrin. Da können wir dann am Ende, wenn wir genug Siegpunkte gesammelt haben, Kommandopunkte heißt das, Kommandantenpunkte gesammelt haben und verteilt haben, sogar V1-Flugbomben losschicken. Und bei den Amerikanern, was gibt es da, David? Bei den Amerikanern gibt es verschiedene Upgrades für die Panzer, dass zum Beispiel leichte Fahrzeuge dann auch die Sammelpunkte einnehmen können. Oder zum Beispiel hier vor allem Luftwaffe wird da verstärkt. Hier sehen wir zum Beispiel die Fallschirmspringer. Und da ist sogar eine Panzerabwehrwaffe dabei, die jetzt deinen Panzer, glaube ich, gleich platt macht. Ja, genau. Auf der rechten Seite ist eine Panzerabwehrkanone. Die macht da gleich meinen Spähwagen platt. Ja, Einheiten sind natürlich auch alle ausbaufähig. Das heißt, der Panzerspähwagen, den wir da gerade in die Luft haben fliegen sehen, der kommt normalerweise mit einer leichten Maschinenkanone und wenn ich den dann für Munition upgrade, dann habe ich eine dickere Kanone drauf und dann kann der auch gegen Panzer was ausrichten. Allerdings gegen den Panzer da unten links, das ist meiner, das ist ein Tiger, auch eine super Waffe der Deutschen in dem Fall, ist eigentlich so kein Kraut gewachsen. Oder David, der war schon ziemlich heftig, ne? Da hätte ich stärkere Geschütze gebraucht. Die normalen Infanteriesoldaten sehen da natürlich ziemlich alt aus, ja. Und was auch schön ist, und das sehen wir auch gerade hier jetzt in dem Bild, es ist ein bisschen Realismus mit drin im Spiel. Das heißt, der Bunker da vorne, den ich da habe, der hat ein Maschinengewehr drin und schießt davon
vorne auf den Spähwagen vom David. Jetzt ist es gerade wieder weg, die Szene, aber wurscht. Und kann nichts dagegen ausrichten. Das heißt, mit Gewehren oder Pistolen oder Maschinengewehren, die können gegen gepanzerte Fahrzeuge gar nichts ausrichten. Und es gibt auch verschiedene Trefferzonen auf den Fahrzeugen. Und das ist gerade im Multiplayer auch sehr interessant, denn wenn man schlau ist und seinen Gegner umfährt, dann kann man von hinten den Panzer viel leichter knacken als von vorne. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, wie diese Sonderbeschädigungen bei uns passiert sind. Also man kann die Kanone zerschießen oder den Fahrer töten oder so, ne? Genau, es ist auch alles, um nochmal auf die schöne Grafik zurückgekommen, auch alles wunderbar inszeniert. Man sieht da teilweise auch Patronenhülsen wegfliegen oder abplatzen. Das ist schon alles sehr fantastisch. Ja, und fantastisch aussehen, das ist das richtige Stichwort für die letzte Szene. Hier gucken wir uns jetzt noch eine Sonderwaffe der Amis an, nämlich wie der David mit seinem Jagdbomber da vorne den Bunker von mir platt macht. Und damit lassen wir sie jetzt auch mal alleine und wir sehen uns gleich dann im Fazit wieder. Viel Spaß. Wenn wir jetzt mal von der Story absehen und von den super gemachten Cutscenes im Einzelspielermodus, dann unterscheidet sich der Mehrspielermodus eigentlich nicht so großartig davon. Denn auch hier geht es darum, Gelände zu gewinnen und zu nehmen und zu halten. Hier müssen wir auch unseren Ressourcenfluss sicherstellen, indem wir unser erobertes Gelände halt sichern und behalten und gegen den Gegner verteidigen. Das macht aber auch nichts, denn mir macht dieses Spielprinzip sehr viel Spaß. Denn was ich überhaupt nicht mag in Mehrspielergefechten, ist dieses, ich ziehe mich in die Basis zurück und sammle irgendwie meine Rohstoffe ein und baue dann eine riesen Armee auf, lauf rüber zum Gegner und hau die Basis von dem platt. Das ist mir ein bisschen zu primitiv. Und bei Company of Heroes funktioniert es eben so nicht. Und auch die Schlachten finde ich schön, gerade im Mehrspielermodus, denn da ist es auch nicht so, dass wir mit riesigen Armeen gegeneinander kämpfen, sondern es sind meistens eher kleinere Einheiten, die sich da Gefechte liefern auf dem Schlachtfeld. Insgesamt ein würdiger Mehrspielermodus für ein wirklich sehr, sehr gutes Einzelspielerspiel.